Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beim ersten Augenblick, als ich dieses hervorragende Papier in der Hand hatte, dachte ich auch, oha, in der Koalition ist der Groschen gefallen. 20 Jahre nach der großen Plattmache suchen SPD und CDU die Trendwende. Und nachdem die Wirtschaftssenatorin kürzlich in diesem Hause verkündet, Frau Isser, das war toll, man müsse die Industriepotenziale Berlins stärken, suchen nun endlich auch die Wirtschaftspolitiker der Koalitionsfraktionen den Schulterschluss zu ihrer Senatorin und haben begriffen, dass die Wachstumspotenziale Berlins, Herr Schulze-Berndt, eben nicht nur in Jux und Dallerei, also nicht nur in Spaß und Event liegen. Das entspräche tatsächlich einer Forderung, die hier zitiert wurde, der IHK vom gestrigen Tag. Ich zitiere jetzt noch einmal eine Äußerung von Frau Bär. Die Stadt braucht Flächen, auf denen produzierendes Gewerbe sich ausdehnen kann. Frau Bär verlangte auch für dessen ungestörtes Wachstum eine klare Abgrenzung zu Wohngebieten zum Beispiel und erteilte damit diesen Trendy-Mischnutzungen eine Absage. Das ist genau etwas anderes, als was hier in Ihrem hervorglänzenden Papier steht. Lesen Sie es doch bitte noch einmal. Aber ich hatte mich sehr gründlich geirrt, ich lag vollkommen daneben. Sie wollen nicht die Industrie, Sie wollen die Industriekultur fördern. Gut. Industrie lebt in baukulturellen Hürden. Mein Vorredner hat das eben versucht, trefflich darzustellen. Sie produziert. Sie ist Kernbereich auch unserer Ökonomie. Ja gut, aber was haben Sie jetzt hier gemacht, Herr Jahnke? Sie haben irgendwie Vergangenheitsbeschwörung betrieben. Industriekultur ist im Wesentlichen die Nachnutzung der Höhlen, dieser Höhlen, nachdem die Ursprungsnutzer, die Industrie, eben verschwunden sind. Also stillgelegte Stahlwerke, das seiner Turbinen entkleidete Kraftwerk, die leergeräumten Hallen einer Turbinenfabrik oder eines Kabelwerkes. Und so nebenbei, es konnte bislang noch nicht alles abgerissen werden. In Berlin steht ja tatsächlich noch ein bisschen was rum. So, Sie wollen deren Potenziale besser nutzen. Gut, die Frage ist nur, wofür, was schlagen Sie vor? Irgendwie habe auch ich in Ihrem Katalog hier wenig konkret Belastbares gefunden, viel Schaum und Blase und Absicht ohne Unterfutter. Sie wollen Bewusstseinsverbesserung für die Bedeutung von Industrie. Ja, mein Gott, Bewusstseinsverbesserung bei wem? Denn ich hoffe, Sie fangen in Ihren eigenen Fraktionen an, das wäre eine Leistung. Sie wollen touristische Entwicklung. Gut, die Tourismuskarte zieht im Moment jeder, der nichts anderes zu ziehen hat. Sie wollen Kreativwirtschaft stärken. Auch das ist das Übliche, die übliche Leier, die wir seit Jahren hier hören von Ihnen. Sie wollen Aufwertung von Quartieren durch Nachnutzung alter Industriegebäude. Also genau das, was die IHK eigentlich nicht will und nicht braucht. Aber okay, das wiederholen Sie gebetsmühlenartig mit dem Begriff quartiersbezogene Aufwertungsstrategien, alles ganz toll, was auch immer das ist. Jetzt wird es konkret. Sie wollen so eine Art industriegeschichtliches Wanderwegenetz ausschildern lassen. Naja, wenigstens Schilder aufstellen, ist auch hübsch, und Wanderkarten dazu zeichnen. Ja, der Thüringer Wald lässt grüßen. Sie wollen Marketing, womit, ich bin gleich am Ende. Sie wollen Marketing, womit und wofür, sagen Sie nicht. Sie wollen eine Mitgliedschaft im Netzwerk Europäische Route der Industriekultur prüfen. Und da legen Sie schon selbst unter nachhaltigen Beweis, dass Sie keine Ahnung haben von dem, was Sie eigentlich hier schreiben. Weil zumindest das Berliner Zentrum Industriekultur ist da schon drin. Da wurde im Herbst eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Im einzig konkreten Punkt Ihres Antrages ist der veraltet. So. Sie haben ein absolut unkonkretes Projekt, ohne Adressaten, finanziell untersetzt ist auch nichts. Ein Stichwort geben Sie allerdings, Museen. Und da wird es interessant. Berlin hat tatsächlich kein Industriemuseum. Kein Industriemuseum. Schauen Sie einfach mal nach Hamburg oder Chemnitz. Dort gibt es vorbildliche Institute dieser Art, die auch Berlin schmücken würden und zu einem erstrangigen Tourismusfaktor werden könnten. Das wäre doch was. Siedeln Sie dieses Museum in Oberschöneweide an, da ist einer der historischen Orte Berliner Industriegeschichte. Da ist Platz, da stehen noch historische Gebäude und da gibt es Kooperationspartner mit dem nötigen Know-how. So bleibt uns nur übrig, bei Ihrem Antrag mit der Schulter zu zucken. Mein Gott, was wollen die eigentlich? Aber okay, der Antrag schadet nichts, er nutzt auch nichts. Na gut, er hat uns Zeit geraubt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld.